Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Harz-Vlog. Wir sind heute wieder in Goslar unterwegs und ich treffe gleich Frank. Ach, da ist er schon. Hallo Frank. Ja, auch ich sage hallo, liebe Zuschauer hier beim Harz-Vlog. Wir sind heute hier im Kaiserpfalzgarten unterwegs und wir waren hier schon mal und wir haben heute einen Grund, weswegen wir hier wieder sind. Ja, wir waren ja im letzten Jahr schon mal hier und da war der Kaiserpfalzgarten ja in einem ziemlich desolaten Zustand. Und nun ist in diesem Jahr ist ja die 1100-Jahr-Feier und da sollte der Garten ja wieder in Ordnung gebracht werden. Und da wollen wir mal gucken. Genau, wir wollen uns jetzt ansehen, was sich eventuell verändert hat. Wir sind ganz gespannt und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ja, guck mal, Frank, das ist doch auch schon irgendwie gemacht. Da war doch letztens alles noch verwildert, oder? Eine schöne grüne Rasenfläche. Ich kann mich noch daran erinnern, ich wollte ja einen Teich hier haben. Das haben sie nicht gehört. Also ich bekomme ja das Gefühl, also sie haben wirklich was gemacht. Ja. Ich habe es ja erst gar nicht geglaubt. Und sie haben aber nicht richtig zugehört. Ich wollte einen Teich da haben. Ah. Irgendwie mit einer kleinen Fontäne hinten. Aber das ist schon mal schön. Also gefällt mir. Haben das sie echt schön auch, gemacht. Ja. Könnten ein, zwei Bänke vielleicht noch hin. Ne? Die fehlen ja noch, das stimmt. Mhm. Aber wenn wir uns mal umdrehen, hier ist eine Bank. Ja, und die scheint auch und neu haben, gemacht zu sein. Genau, die haben sie neu gemacht. Neue Rückenlehne und neue Sitzfläche. Ja, ich weiß gar nicht, wie die letztes Mal aussah. Wir blenden jetzt mal ein Bild ein vom letzten Mal. Und dann hat man so den Kontrast. Also das ist auch schön. Schön zurecht gemacht. Kann man schön sitzen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Ebene höher. Ja, da bin ich aber gespannt. Spannend wird es da oben ja erst. Wir hatten ja da diesen Betonbau. Ich denke mal, da kann man nicht viel machen. Das wird so aussehen, wie es aussieht. Ich glaube, hier ist auch so ein bisschen zurückgeschnitten worden. Ja, das sieht besser aus. Und naja, wie wir schon vermutet haben, dieses Betonhaus, das, wo wir immer noch nicht wissen, wofür es war. Wir hatten ja ein paar Zuschauerzuschriften gehabt. Wo eine Meinung dazu stand. Aber ich denke mal, das wird vielleicht, werden da wirklich Bänke drunter gewesen sein, dass man da sich bei Regen auch hinsetzen konnte. Naja, wir gehen mal hoch zu dem. Ich denke, da wird auch noch was gemacht. Das wird jetzt. Das kann man nicht auf die Schnelle machen. Genau. Das muss man ja abreißen. Wir gehen jetzt mal, wo das Schachbrett war. Genau. Hin. Hier haben sie die Bänke auch so ein bisschen zurecht gemacht und was im Grunde noch fehlt, das hatten wir ja auch als Zuschrift bekommen, dass hier früher ein Schachbrett war. Genau. Da gab es hier irgendwo eine Kiste mit den Figuren. Ich denke mal, wenn man die Kiste hier heute hinstellen würde, dann wären die Figuren, ja, ich weiß nicht, ob es einen Tag dauern würde, aber die wären sehr schnell weg. Die wären gleich weg, genau. Die Stadtmauer ist immer noch hinter Gittern, aber da konnte man in der Kürze der Zeit auch nichts dran machen. Steht ja schließlich auch schon ein paar hundert Jahre. Eben. Und die Bänke kann man natürlich da hinten auch nicht nutzen. Aber hier, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn man den schönen grünen Rasen hier natürlich sieht, der ist nicht in der Kürze der Zeit gewachsen. Meinst du nicht? Nee. Der ist irgendwie. Meinst du, das ist Rollrasen? Der ist irgendwie reingesetzt worden. Man sieht ja auch hier Linien. Ja, ja. In der kurzen Zeit kann der nicht gewachsen sein. Aber sieht richtig toll aus, ne? Das ist wunderbar. Ja. Wir gehen jetzt noch mal nach oben hin, wo es ja diese historischen Säulen gibt und wir können das von hier aus schon sehen. Man sieht die auf einmal, die Säulen. Die waren doch vorher, das war doch so ein Suchspiel. War gestrüpp, ne? Gestrüpp war darum, ja. Ne? Mussten wir doch richtig reinkrabbeln. Und das ist ja hier wunderbar. Das ist ja hier echt schön geworden. Alles hier mal ein bisschen freigeschnitten. Auch wenn man vorne an der Mauer sieht, die Bänke haben alle neue Sitzflächen bekommen. Und sehr schön angelegt, ne? Guck mal. Dass man sich da dann auch wieder schön hinsetzen kann. Also wunderbar. Also muss ich sagen, hat sich gelohnt. Ja. Goslar sollte öfter mal 1100 Jahre alt werden, ja, wenn es sowas bringt. Und hier auch mit dem Rasen, das ist sehr schön, mit den Blumen. Wollen wir auf der anderen Seite mal lang gehen? Das können wir machen. Guck mal, Frank, da hinten, das ist alles ganz toll gepflanzt. Von Weitem sieht es so aus, als seien das Stiefmütterchen. Gehen wir mal näher ran. Ja, guck mal. Wunderbar. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Das ist der Garten ja besonders schön. Und hier hinter uns, wie gesagt, die Bank lädt bei Sonnenschein oder bei schönem warmem Wetter zumindest ein, dass man sich hier hinsetzt. Ich meine, viel Schatten von Bäumen hat man nicht, aber
Guck mal, Frank, da bei der Säule, das konnte man letztens gar nicht richtig lesen. Ist jetzt alles zurückgeschnitten? Wollen wir mal gucken gehen? Ich weiß nicht, ob ich hier auf den Rasen drauf treten darf. Ja, dann gucken wir mal von der Ferne. Also richtig lesen kann ich es immer noch nicht. Aber man, auf jeden Fall kann man erkennen, dass was reingeritzt ist, ne? Ja, dann lass uns hier nochmal zu dem anderen Beet rüber gehen. Das sieht ja auch gewaltig aus. Guck mal, da ist ein bisschen Hügel sogar angelegt, ne? Und so schön bunt. Mhm. Hier haben wir auch noch so ein buntes. Ja, hier. Warum die denn da wohl so einen Hügel angelegt haben? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, wirklich? Ja, echt? Mhm. Mit Mustern. Ist das irgendein Zeichen da in der Mitte? Goslarer Adler oder was? Ich weiß nicht. Na, das ist oder mit viel Fantasie. Na, das ist ja schön hier. Ach, guck, hier stehen sogar Zahlen. 8100. Und was haben wir dann? Goslar ist das. Ah. Guck mal. Aha. Ja, schön. Das ist ja wirklich schön angelegt. Ja, wie gesagt, ein schöner Anblick. Inge hat hier eine Tulpe entdeckt. Eine Tulpe war das, ne? Eine Tulpe. Das ist die rote. Wie die hierher gekommen ist, wissen wir nicht, ne? Was die Tulpe hier macht, wissen wir nicht. Die so allein und einsam. Auf jeden Fall, hier wollten wir nochmal ansprechen. Da sind wir jetzt nicht ganz so sicher. Das sah vorher auch so aus. Aber ich glaube, das Gestrüpp ist zurückgeschnitten worden. Und die Pfeiler sind angestrichen bestimmt, ne? Lackiert worden irgendwie mit einer Holzschutzfarbe oder sind das vielleicht neue Holzstämme? Wir waren doch der Meinung, da standen letztens Betondinger, ne? Aber die sind nicht neu. Nein, glaube ich nicht. So, ich denke mal, da sind wir beim Kaiserpfalzgarten durch. Ne? Ja, und wir sind angenehm überrascht, würde ich sagen. Wunderbar, ne? Wunderschön geworden. Wir hoffen, dass das so bleibt, dass die Stadt Goslar ja auch ein bisschen dafür sorgt, dass die Blumen ab und zu mal Wasser bekommen. Ja, das wäre natürlich toll. Und es gibt auch noch ein paar Stellen, wo noch ein bisschen was gemacht werden kann. Aber ich denke mal, wenn man möchte, kann daraus auch so was Schönes werden, wie das, was wir hier sehen. Das ist wunderbar. Wir möchten euch noch mal daran erinnern, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn wir haben gesehen, dass das zum letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen ist. Und den Daumen hoch möchten wir auch wieder haben. Haben wir auch in letzter Zeit nicht erwähnt. Aber wir erwähnen das jetzt mal wieder, weil wir noch ein paar Daumen hoch haben möchten. Jetzt kriegen wir garantiert den einen oder anderen Daumen runter dafür, dass wir danach gebettelt haben. Aber bei den vielen Daumen hoch, die ihr uns gebt, kein Problem. Genau. Ich denke mal, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Ich sage dann schon mal Tschüss. Inge sagt jetzt auch Tschüss. Ja, von mir auch ein Tschüss. Bis zum nächsten Mal.